Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch dieses wunderschöne kleine Buch vorstellen. Es ist der inoffizielle Guide für alle Lords und Ladies. Das Buch für alle Bridgerton-Fans, die die Reihe in ihren 8 Bänden vielleicht schon komplett gelesen haben. Oder aber auch für euch als Geschenktipp für Fans der Reihe, Fans der Serie. Oder auch diejenigen, die einfach etwas mehr über die Zeit und die Gegebenheiten damals erfahren möchten. Dies ist, wie gesagt, ein Guide. Geschrieben ist es von Charlotte Brown, erschienen im Heine Verlag. Das ist eine kleine, süße, gebundene Ausgabe. So sieht sie aus, mit Lesebändchen. Richtig niedlich. Und ja, ich habe dieses Buch freundlicherweise zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen Dank dafür. Und wollte euch ein kleines bisschen darüber erzählen, worum es hier geht. Ich finde, es ist das ideale Buch für die Fans als Begleitung, beziehungsweise, ich würde fast sagen, wenn ich jemanden kennen würde, der Bridgerton mag, es ist ein tolles Buch zum Verschenken. Oder aber auch, wenn ihr Freundinnen seid und ihr mögt beide die Literatur, ihr mögt beide die Serie oder Filme aus dieser Zeit, England, 19. Jahrhundert, Regency-Zeit, dann wäre dieses Buch zum Beispiel auch etwas, das man zusammen entdecken kann. Es gibt auch ein Spiel. Ganz am Anfang wird etwas erklärt über die Zeit und über die... Ja, ihr könnt eigentlich alles. Also ein bisschen über die Zeit, die Literatur, die berühmtesten Liebespaare der Zeit oder auch früherer Zeiten. Wie trug man das Haar? Wie flirtete man richtig mit einem Fächer? All diese Sachen könnt ihr in diesem Buch entdecken. Ihr könnt hier ein Quiz machen und herausfinden, welcher Bridgerton-Charakter ihr seid. Und wie gesagt, am Ende gibt es sogar ein Spiel, das man spielen kann. Und zwischendrin gibt es noch so unglaublich viel mehr zu entdecken. Die Kapitel sind alle erstens wunderschön gestaltet. Jedes Kapitel fängt so an und hat diese schönen Ranken, die ihr auch hier auf dem Buch seht, drauf. Dann gibt es hier zum Beispiel, da habe ich jetzt das Bändchen drin, Seiten, die ihr sogar ausmalen könnt. Also es ist so ein richtiges Entdeckungsspiele-Beschäftigungsbuch für Erwachsene. Also, oder Fans jedenfalls der Reihe. Es geht zum Beispiel darum, wie die Damen damals gekleidet waren und frisiert waren und welche Bedeutung auch gewisse Sachen hatten, wie man gewisse Sachen getragen hat. Zum Beispiel, wie man die Tücher getragen hat im Kleid und verschiedene Sachen. besonders witzig fand ich die Perfektionierung des Errötens. Genau, das fand ich gut. Und dass man als Frau niemals den ersten Schritt machen sollte, wie man sich kleiden sollte, um eben den perfekten Mann zu finden. Also die Etikette der High Society. Ich habe wirklich gelacht. Ich habe geschmunzelt. Ich habe mich gefreut. Ich will euch nicht alles erzählen, denn ihr solltet dieses Buch selber entdecken können. Ich kann euch höchstens noch mal ganz kurz vielleicht etwas zu den Kapiteln sagen, die drin sind. Zum Beispiel ist ein Kapitel Tänze, die man beherrschen muss. Also ihr seht ja auch in Bridgerton oder in anderen Filmen dieser Zeit, die in dieser Zeit spielen, diese schönen Tänze. Und auch darüber gibt es was. Welche Konventionen gab es? Wie gesagt, ist wirklich eigentlich alles dabei. Am Ende gibt es noch den Buchstabensalat. Und hier, also wirklich, ist es wirklich einiges auch zu tun. Ja, da könnt ihr auch, hinten sind dann die Auflösungen drin. Ich fand es einfach witzig. Es war wirklich schön zu lesen, es lässt sich gut durchlesen. Man kann es hier und da mal zur Hand nehmen, man muss es nicht in einem Stück lesen. Entschuldigt bitte meine Stimme. Und es ist einfach die perfekte Ergänzung für die Bridgerton-Reihe. Für diejenigen von euch, die es schon haben, ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das Buch auch so amüsant fandet, ob ihr alle Spiele, alle Tests und Quiz und Rätsel gelöst habt. Und diejenigen, die es vielleicht noch nicht haben, ob sie sich's holen werden. Oder aber auch, ob es schon mal jemand verschenkt hat und wie es vielleicht angekommen ist. Also ich finde, ist als Geschenk ideal, würde ich sagen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Buch noch nicht hätte und jemand würde mir das zum Geburtstag mitbringen, dann würde ich mich darüber sehr freuen. Deswegen, ich finde fast, das ist das ideale Geschenkebuch. Ja, ich finde das eine süße Idee, auch zwischendurch,
Und vielleicht auch um die Wartezeit auf den neuen Bridgerton, der jetzt erscheint. Neues von Lady Whistledown heißt er, glaube ich. Zu überbrücken, finde ich, ist es auch eine richtig tolle Sache. Ja, das war es auch schon von mir mit diesem kleinen süßen Buch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Danke, tschüss!